Unser Bruder Ali Banat ist zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt. Möge Allah seine Taten annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden vergeben. Ja Allah, gib unserem Bruder Ali Banat al-Firdaus die höchste Stufe des Paradieses. Allahumma amin. Meine lieben Geschwister, Ali Banat war ein Millionär aus Australien. Er hatte ein großes Unternehmen. Ali Banat führte ein luxuriöses Leben. Er besaß das, was sich viele Menschen wünschen. Teure Autos, Designerkleidung, edle Uhren. Im Jahr 2015 hatte er erfahren, dass er Krebs hat. Die Ärzte sagten, dass er noch 7 Monate zu leben hätte. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wollte es anders. Und unser Bruder Ali Banat ist erst nach 3 Jahren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt. Unser Bruder hat sein Unternehmen, seine Autos, seine Kleidung und seine Uhren auf Allah subhanahu wa ta'alas Weg gespendet. Das ganze Geld bringt dir nichts, wenn du auf Allah subhanahu wa ta'ala triffst. Nur deine Taten werden dir helfen. Er wollte Allah subhanahu wa ta'ala ohne die materiellen Güter antreffen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, schaut euch an, was er aus seiner Situation geschaffen hat. Er hat ein gemeinnütziges Projekt gestartet mit dem Namen Muslims Around the World. Das Projekt setzt sich für arme Menschen in Afrika ein, um sie mit Nahrung zu versorgen, Schulen und Brunnen zu bauen. Er hat wahrlich den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verinnerlicht, wo er sagte, wenn der Mensch stirbt, wird er vom Verdienst seiner Taten getrennt. Außer in 3 Fällen. Eine Spende, die fortdauert. Wissen, das Nutzen bringt. Und ein aufrechter Nachkomme, der für ihn Dua macht. Aufgrund seiner Spende können Kinder zur Schule gehen und lernen. Und während Menschen aus dem Brunnen trinken, so wird er fortwährend belohnt. Alhamdulillah. Unser Bruder Ali Banat hat seine Chance genutzt. Nutzt du deine? Dein Leben ist deine Chance. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich ebenfalls prüfen, wie du mit deiner Gesundheit, deinem Besitz und Menschen, die du liebst, umgehen wirst. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht, Hunger, Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen. Doch verkünde den Standhaften die frohe Botschaft. Die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden. Und sie sind die Rechtgeleiteten. Wann stirbst du? Wann wirst du in dein Grab gelegt? Heute? Morgen? In einem Monat? Wo stirbst du? Auf einer Party? An einem unislamischen Ort? Im Krankenhaus? In der Moschee? In welchem Zustand stirbst du? Im Alkoholrausch? Im Drogenrausch? Im Gebet? Während du den Koran liest? Oder in der Moschee? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, willst du auf das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala vorbereitet sein? Nutze deine Zeit, um dich auf das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala vorzubereiten. Gehe zur Moschee, bete in der Nacht, lies viel Koran. Du kannst nicht lesen? Dann suche dir jemanden und fang an, es zu lernen. Entschuldige dich bei Menschen, denen du wehgetan hast. Spende an arme Menschen. Unterlasse deine unislamischen Handlungen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der es liebt, Allah zu treffen, Allah liebt es, ihn zu treffen. Und derjenige, der es hasst, Allah zu treffen, so hasst Allah es, ihn zu treffen. Mögen wir zu denen gehören,
die Allah subhanahu wa ta'ala lieben und die Allah liebt.